wenn Sie Bauunternehmer sind oder Inhaber eines Ingenieurbüros und nach guten Leuten Ausschau halten und in Ihrer Region als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden wollen, habe ich hier drei ultimative Tipps für Sie, die Sie unbedingt beachten sollten. Deshalb bleiben Sie dran, mehr gleich in diesem Video. Sie kennen das. Sie haben ein Bauunternehmen oder sind Inhaber eines Ingenieurbüros, suchen gute Leute und haben natürlich das Problem des Fachkräftemangels, wie alle heutzutage. Und damit Sie als guter und wirklich attraktiver Arbeitgeber in Ihrer Region wahrgenommen werden, gibt es drei Sachen, die Sie unbedingt beachten sollten, damit sich auch wirklich gute Leute bei Ihnen bewerben und sich das rumspricht, dass Sie ein guter Arbeitgeber sind in Ihrer Region. Nummer eins. Zahlen Sie anständige Gehälter und zahlen Sie pünktlich. Das hört sich jetzt natürlich selbstverständlich an, weil normales Gehalt muss man halt zahlen, damit man gute Leute kriegt und pünktlich sowieso. Aber glauben Sie mir, ich war ja 25 Jahre lang selber in der Bauleitung tätig und weiß, dass der eine oder andere Unternehmer seine Leute nicht pünktlich und gut bezahlt. Also da gibt es schon wirklich gerade im gewerblichen Bereich sehr große Spannweiten. Und es ist kein Problem, das umzusetzen, nämlich pünktlich zu bezahlen und Tariflöhne oder sogar ein bisschen mehr als Tarif zu bezahlen, damit wirklich gute Leute auch zu Ihnen kommen. Also Sie müssen jetzt nicht über Tarif groß bezahlen oder mehr bezahlen als der Wettbewerb, aber anständig und pünktlich ist absolut wichtig. Und was dazu kommt, Sie müssen unbedingt innerhalb der normalen Stunden bezahlen und natürlich die Überstunden unbedingt bezahlen. Das habe ich auch schon oft erlebt, dass Überstunden nicht bezahlt werden, dass man sagt, ja, aber die Anfahrt wird nicht bezahlt, wenn man jetzt zum Beispiel außerörtliche Baustellen hat und Anreisen hat oder sogar auf Montage fährt, dass dann halt nur der halbe Weg abgerechnet wird, das auf keinen Fall machen. Dann kriegen Sie Leute, die das dann mitkriegen und schnell wieder weg sind. Also unbedingt auch Überstunden und Anfahrten bezahlen. Das ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, überlegen Sie, ob Sie flexible Arbeitszeiten einführen können. Das ist heutzutage in den sogenannten Büroberufen Standard, also Homeoffice, klar, geht auf Baustellen nicht, aber auch Gleitzeit. In der Regel ist das auf Baustellen nicht möglich, aber hin und wieder geht es doch. Wie zum Beispiel hier kann man es einrichten, dass die Mitarbeiter zum Beispiel ein bisschen später kommen, weil sie, wie hier auf dem Bildschirm dargestellt, noch das Kind zur Schule bringen müssen oder in den Kindergarten. Und das machen auch mal Väter gerne. Also ich habe es auch immer mal wieder gerne gemacht, mache es heute noch gerne, obwohl meine Kinder schon etwas größer sind. Und dann ist es natürlich super, wenn der Arbeitgeber sowas anbietet. Dann kann ein Mitarbeiter was später zur Baustelle kommen und macht dann halt abends den Bauzaun zu, zum Beispiel. Oder andere Sachen, die vielleicht auch noch am Nachmittag gemacht werden können oder Mängelbeseitigung. Also es gibt immer genug Möglichkeiten, damit Sie auch die Leute flexibler einsetzen, als man es so als Bauunternehmen oder auch als Ingenieurbüro gewohnt ist. Bei Ingenieurbüros ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil die eher im Büro halt sitzen und da man das schon kennt, aber auf Baustellen ist es noch nicht so üblich. Und wenn Sie da schon sowas einführen, kriegen das die Leute mit und die Arbeitnehmer aus Ihrer Region und Sie werden direkt als noch attraktiverer Arbeitgeber wahrgenommen. Tipp Nummer drei. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter gesund bleiben. Gerade das Thema Gesundheit ist heute essentiell. Und es gibt so viele Möglichkeiten, um Ihren Leuten zu helfen, gesund zu bleiben. Sei es eben schneller Facharzttermine zu kriegen, sei es zusätzliche Versicherungsangebote. Da gibt es mehr, als Sie denken. Sprechen Sie mit Ihrer Krankenversicherung. Sprechen Sie mit staatlichen Stellen. Es gibt auch ohne Ende Fördermöglichkeiten. Also wir haben für unsere Kunden Fördermöglichkeiten erarbeitet, dass die bis zu 3.000 Euro Förderung kriegen vom Staat jährlich und dafür nur umgerechnet 300 bis 500 Euro bezahlen müssen. Also das ist enorm, was da möglich ist. Dass die Leute wirklich, auch vor allem wenn sie am Rücken irgendwas haben oder sonst irgendwie, irgendein Wehwehchen schnell ihren Arzttermin kriegen und schnell da auch eine Therapie kriegen, wenn nötig. Also wenn Sie diese drei Sachen beachten, wie eben gesagt, Geld pünktlich zahlen und anständig zahlen und Überstunden bezahlen, dann flexible Arbeitszeiten auch für gewerbliches Personal einführen und betriebliche Gesundheitsprogramme anbieten, dann sind Sie auf jeden Fall schon viel, viel weiter als viele Ihrer Konkurrenten und Sie kriegen automatisch mehr gute Bewerber und sind ein attraktiver Arbeitgeber in Ihrer Region.
Setzen Sie es um und Sie werden sehen. Wenn Sie darüber hinaus noch Tipps brauchen oder wissen wollen, was Sie genau machen können, kommen Sie auf unsere Webseite, dort können Sie einen Termin mit mir vereinbaren und ich berate Sie noch kostenlos, was alles möglich ist. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Video. Ihr Marko Miosic. Ciao.